Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Fjordur hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht schon, die Petris sind fertig, beide sogar. Und ich habe jetzt Level 36, das heißt, wir müssen nur zwei Level haben, damit wir die auch reiten können. Ich werde aber in der Zwischenzeit sicherheitshalber mal ein Ei von den beiden machen. Das sind zwar noch nicht so die Mega-Level, die die beiden haben, aber ich denke, vielleicht macht es trotzdem Sinn, die mal zu verpaaren, um dann, ja, ein bisschen Reserve zu haben und im Zweifel keine neuen ziehen zu können. Mit Imprint ist halt immer besser als ohne, ne? Genau, und wir werden jetzt ein bisschen hier die Hütte zumindest mal dicht bauen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie genau ich das Ganze hier bauen möchte. Will auf jeden Fall nach außen hin noch erweitern, dass wir hier quasi bis zum Wasser runterbauen. Aber ich glaube, ich werde das hier hinten nicht so hoch bauen, sondern es wird eher so ein einstöckiges, flaches Haus. Deswegen bauen wir hier erstmal ein Dach drauf, würde ich mal sagen. Aber so, dass es sich später vielleicht mit den anderen Sachen, ja, erweitern lässt. Quatsch, ja. Das heißt, wir bauen ein paar Dächer auf jeden Fall. Wollen wir denn die... Das sind die Rampen, ne? Genau. Aber wo sind die Dächer? Wir brauchen auf jeden Fall dieses Lopt-Dinger. Ich glaube, da brauchen wir ein paar mehr von. Müssen wir mal schauen. Und wir brauchen auch noch ein paar Wände. Und ein paar halbe Wände. Ach, das sind ja die Slop. Genau, das sind die. Aber wo sind... Da sind die Dächer, die ich suche. Ich weiß noch nicht, wie viele wir brauchen. Aber davon brauche ich auf jeden Fall mehr, das weiß ich. Und dann kriegen wir zumindest ein kleines, feines Häuschen erstmal. Ich habe ja hier mir selbst die Challenge auferlegt, später daraus ein schönes Häuschen zu machen. Aber ich bin auch guter Dinge. Okay, ich habe viel zu viele davon gemacht, glaube ich. In den Dingen. Wir sind ja erstmal hier mit so einem kleinen Häuschen dabei. Ich will es später auf jeden Fall richtig schön haben. Aber wir fangen klein und relativ einfach an. Damit wir erstmal was sicher haben. Denn wenn wir nochmal hier irgendwie Alus, Rexe oder was auch immer haben würden, wäre, glaube ich, relativ schnell sonst irgendwann alles weg, was ich mir hier bisher erarbeitet habe, was natürlich noch nicht so viel ist, aber ja. Schön ist anders. Da habe ich ein paar Vorteile lieber. Aber die werden wir alle bei Gelegenheit auf jeden Fall noch gebrauchen können. Wir müssen uns heute auf jeden Fall darum kümmern, dass wir Spikes kriegen. Ich muss mal gucken. Es gab auf jeden Fall schon mal ein Level. Das ist sehr gut. Mir fehlt nur noch eins. Und da auch gar nicht so viel mehr. Und die, ich würde halt mega gerne die Metall-Spikes machen, aber die brauchen 25 Metall pro Spike. Die haben wir noch lange nicht. Deswegen machen wir erstmal ein paar normale Spikes. Später soll da irgendwann eine schöne Mauer entstehen zum Schutz. Oder zumindest irgendwie sowas in der Art. Aber ja, fürs Erste müssen Spikes reichen. Ich finde die halt immer nicht so schön. Aber es geht hier ja auch nicht bei den Spikes gerade nicht um schön, sondern um den Schutz einfach. Och, ich vergesse immer, dass ich da zweimal klicken muss. So. Ei ist übrigens durch. Das können wir eigentlich direkt mal runterbrüten. Wir können uns ja hier so ein Eckinkubator machen. Nee, Ei-Inkubator heißt er, ne? Was heißt denn der nochmal? Ich weiß, dass ich mich da jedes Mal drüber aufrege, wie das Ding heißt. Aus der Mod. Aus der Advanced Drafts Mod. Huch.
Dann müssen wir nochmal suchen. Den müsste es relativ früh auch schon geben. Ich glaube, der ist ganz blöd übersetzt oder so. Irgendwas war da. Ach, sie haben es mittlerweile komplett übersetzt. Jetzt heißt er Brutstation. Zuletzt hieß er irgendwie Ei-Inkubator oder so. Glaube ich. Ursprünglich mal Egg-Inkubator. Es ist... Es hat sich einfach nur geändert anscheinend. Na, dann müssen wir ein bisschen Zündpulver reinmachen. Können wir sogar nochmal ein bisschen was herstellen. So. Das brütet 12 Minuten. Dauert ein bisschen. Spikes. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich mit den Spikes hier ansetzen soll. Ich glaube, wir lassen hier offen, wo die Fackel ist und setzen dann einfach hier gerade runter. Und dann vielleicht ein Stück versetzt, damit da nichts Großes durchkommt. Noch eine. Wenn hier kommt was Großes durch, aber die Chance, dass die den Weg finden. Ne? Ihr wisst, wie ich das meine. So. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Narcotics hergestellt und ich habe auch, glaube ich, immer noch ein bisschen Narkobären. Ja. Über. Das heißt, wir können theoretisch heute ordentlich zähmen. Wir haben ordentlich Pfeile, 52. Und wir haben auch noch in Reserve eben eine Menge Narkosemittel. Und da ist das Level. Wie cool. Wir haben das Level. Wir können Petrisattel machen. Oh, ja. Pteranodon. Jetzt gucken wir mal, ob wir genug Chitin haben. Aber ich glaube, ja. Es reicht. Den zweiten auch? Nee, dann fehlt Leder. Damit habe ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt gerechnet. Da ist der bessere hier. Voll der Goldi. Ausdauer und Gewicht braucht der. Und die Armbrust muss ich reparieren. Ich war gerade im Überlegen, was ich mir im Kopf noch so bereitgelegt hatte, was ich machen muss. Das war auf jeden Fall die Armbrust. Und ich glaube, dadurch, dass wir ja schon ein paar Betäubungsmittel haben, ich mache mir mal gerade eben Wasserschlauch fertig für den Kochtopf und mache mir ein paar Heiltränke. Für den Fall der Fälle, wenn wir jetzt erkunden wollen, ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen looten, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Wenn wir uns zumindest so eine Handvoll Heiltränke einpacken. Gibt's eigentlich irgendwas gegen die... Also es gibt was gegen die Kälte, aber kann ich das schon machen? Nee, da brauche ich Gemüse für. Fürs Frycle, Karotten und Mais. Vielleicht finden wir die aber tatsächlich, wenn wir ein bisschen durch die Gegend flattern. Zwei Narcotics braucht er immer, ne? Genau, zwei Narcotics und 20 Tintobären für einen. Was sagt das Ei? Noch 9 Minuten. Dann sind wir wieder da. Ich will nämlich einfach nur mal gucken, was wir hier so in der Nähe haben. Ob wir Metall in der Nähe haben, wo wir uns vielleicht ein bisschen was holen können. Das ist sogar gleich um die Ecke. Das ist perfekt. Das ist perfekt. Dann holen wir uns direkt mal was. Da kann ich auch rüber, zurücklaufen. Manchmal sind die Dinge näher, als man denkt. Ne? Man muss es einfach nur mal aus einem anderen Winkel betrachten. Sehr geil, dass wir hier direkt Metall haben. Warte, du kannst ja auch ein bisschen was tragen. So, und dann ist er aber auch voll.
Weil Metall werden wir, glaube ich, einiges brauchen in der nächsten Zeit, damit wir uns bald, wenn wir das Level haben, die Flakrüstung machen können. Wir müssen die Spikes upgraden und die ganze Ausrüstung, die dann irgendwann kommt, braucht alles ordentlich Metall, auch Flinten und sowas. Ich weiß gar nicht, wann kommen die denn? Können wir die schon? Aber da müssen wir dann für die Munition... Flinten können wir schon tatsächlich. Aber für die guten Betäubungspfeile brauchen wir dann eben auch entsprechend Metall und Narcotics als Munition. So. So. Das läuft. Den Rest holen wir auch gerade nochmal eben. Aber warte, da ist ein grüner Loot, den nehmen wir als erstes. Nehmen wir uns erstmal Loot. Gucken wir mal, ob die Alphas hier alle noch da sind. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Klauvögel. Gerade am Anfang kann uns hier der Loot aus den Crops, glaube ich, ganz gut weiterhelfen. Okay, es sind ein paar Bauteile. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber wir nehmen es mit. Oh, ich habe vergessen. Ich habe vergessen, die Ausdauer. Aber ich sollte dem ein bisschen was von meinem Fleisch mal abgeben. Kommt gerade ein blauer Loot, das ist perfekt. Wenn wir den Rest Metall geholt haben, dann hole ich mir den. Und sollte auch unten sein. Übrigens das Herbstbiom in der Nähe, das finde ich sehr schön. Ich liebe das Herbstbiom. Das ist total schön. Ich habe es bei Atlas schon gefeiert und das ist total schön, dass es das hier auch gibt. Ach, ich habe den Stein gar nicht rausgepackt. Kein Wunder, dass ich so voll bin. Mit Steinen beladen. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Platz da. Wir sind sehr, sehr mittig gelegen. Das ist super. Wir haben Metall gleich um die Ecke. Wir sind am Wasser, an Land. Es ist... Ich glaube, es ist richtig gut. Wir haben viel Holz, wir haben viel Stein. Ich glaube, ich bin ganz glücklich. Und für später ist es auch ziemlich gut, dass hier Rexe, Alos und Co. Rumrennen, weil irgendwann wollen wir die alle zähmen. Und auch Alphas. Später freue ich mich über die. Am Anfang ist es halt schwierig. Aber es ist halt auch, ich finde es eigentlich auch, ja, so ein bisschen Sinn der Sache, dass man sich so ein bisschen durchschlägt, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist gerade, wenn man durch. Gerade wenn man eben so ein bisschen Nervenkitzel mag und so, ist es eigentlich ganz schön. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Es wird eine Herausforderung, hier schön zu bauen. Gerade mit meinen Bauskills, aber... Aber das kriegen wir hin. Ist der natürlich voll im Weg hier. Das schon ganz gut aus. So, und das Ei packe ich vorübergehend einmal hier rein. Dann wird es wahrscheinlich doch dann in 3 Minuten nicht wieder hier sind. Je nachdem, was in dem Loot ist und ob ich es nach Hause bringen muss.
Je nachdem. Oh, ich muss gleich unbedingt mal gucken, ob dieses rote Ding, was ich vorhin gesehen habe. Oh, Terrorbirds. Kommt mal hier. Ich locke euch mal runter. Nummer 1. Die Nummer 2 bringt sich selbst um. Ich habe gerade irgendwas gesehen. Oh, ein Ghillie-Hemd. Das ist schon mal sehr schön. Bring ich aber nicht nach Hause, das ziehe ich direkt an. Hier haben wir Alphas. Ich muss auf die Ausdauer definitiv achten. So, und hier vorne hatte ich was Rotes leuchten sehen. Nur da. Und es könnte mit den Runen zusammenhängen, würde ich jetzt mal schätzen. Ich gebe ein bisschen Alphas, aber wir sind beschäftigt. Ah, okay, ich muss ja einfach nur sagen. Das ist ja geil gemacht, dass du die an verschiedenen Orten sammeln musst. Ist ja noch Stein drin. Nice, und es gibt ein XP-Buff, ähnlich wie bei Explorer Notes. Wie cool! Das finde ich geil. Das mag ich richtig gern, solche Sachen. Die musst du wahrscheinlich dann auf der ganzen Map irgendwo suchen. Aber cool! Mega gut. Mega, mega, mega gut. Und hier Wasserfall, wunderschön. Was haben wir da? Eine Basis. An einem vorgefertigten Haus. Naja. Jetzt würde ich mir das Haus gerne angucken. Wir wohnen hier. Ja. Das ist auf jeden Fall mal eine Holzmauer, würde ich sagen. Und sorry, Bär, aber ich plündere mal deinen Garten. Bin mal so frei. Die nehmen wir auf jeden Fall mit hier, Karotten und Kartoffeln. Wenn wir nämlich zähmen möchten, können wir die sehr gut gebrauchen. Aber das Haus sieht geil aus. Ich wünsche mir ja immer noch coole Strukturen, Mods in so einem Viking-Style. Oder halt auch so, oh, das sieht geil aus. Die Dachziegel und so. Sowas in der Art wünsche ich mir eigentlich schon seit Ewigkeiten. Oder auch so Ruinenkrams, das finde ich immer nice. Ich würde gerne reingucken, jetzt kann ich es nicht, schade. Vielleicht können wir es bei Gelegenheit machen, wenn Bär mal zu Hause ist. Vielleicht lässt er uns mal rein in das Haus. Sieht auf jeden Fall von außen total cool aus. Ja, dieses bereits auf der Map platziert aus. Aber Alphas, eieieiei, sind hier ohne Ende. Sah gerade aus, der auch gesehen, das sah gerade aus, als würde es da reingehen. Aber nicht, ging nicht. Oh, Agi. Und da haben wir nochmal eine Rune. Mal gucken. Kann ich auch auf dem Tier einsammeln? Hier ist übrigens ein mega Metallspot. Und direkt ein Level Up, das geht ja. 2. Sehr gut. Und der Petri auch. Geht erstmal in Ausdauer. Super schöner Platz hier mit der Brücke. Fände ich auch mega als Bauplatz. Aber ich wollte hier gerne am Wasser sein. Also sonst wäre das auch ein super Platz für eine Basis, wo du so die Brücke mit integrieren kannst. Metall ist hier ohne Ende. Also wenn wir irgendwann Agis haben, können wir hier auch ordentlich Metall sammeln, denke ich. So, die Hühner hatten Aggro, ich habe mich gerade gewundert. Ja, aber hier in der Ecke geht's schon ab. Ach, ich sehe ja jetzt erst den Baum da unten. Und da ist auch, glaube ich, noch eine Rune. Das ist der Alpha-Rex da. Ich hoffe, der... Ach, das ist eine Eule, ne? Ich dachte, das wäre ein Agi. Oh. So ein schöner Platz. Und dann baut er das mit so einer Holzwand dicht. Ich hätte es safe mit in die Base integriert. Das ist so ein geiler Ort. Ich glaube, der Rex hat Hunger auf mich, oder? Ich will den aber nicht zur Basis ziehen. Okay, der ist mit der Eule wieder beschäftigt. Mega nice. Dieser Baum. Ich habe den vorhin gar nicht realisiert. Aber total schön.
Total schön. Sehr geil. So, ich habe auch nochmal Level. Das geht jetzt rucki zucki mit dem Leveln hier. Bringen wir das Gemüse erstmal in Sicherheit. Und dann würde ich sagen, wir haben schon wieder über 20 Minuten. Machen wir hier einmal ein Folgenpäuschen. Das heißt, wir sehen uns morgen wieder um 12 zu einer neuen Folge. Und da werden wir dann mal schauen, dass wir uns irgendwas zähmen, mit dem wir uns hier ordentlich mal durchschnitzeln können. Entweder hätte ich ein paar richtig gute Raptoren. Oder Kanus wären auch geil. Ne? Irgendwie sowas in der Art. Wir müssen allerdings aufpassen, hier sind extrem viele Alphas. Also so richtig zu Fuß traue ich mich ehrlich gesagt gerade gar nicht durch die Gegend. Auch wenn ich das immer geiler finde. Weil holla die Waldfee, sind das eine Menge Alphas. Wobei, da fällt mir gerade ein, es gibt doch Dinos hier, ne? Oder? Gibt's Dinos? Das muss ich mal gucken. Es gab, glaube ich, früher zumindest, in der Mod-Version gab es Dinos. In der Nähe von der Burg. Das könnten wir mal gucken. Da müssten wir ja auch mit dem Petri schon dran kommen. Und, dann schauen wir mal. Super. Also, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Danke für alle Daumen hoch. Danke für alle Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.